Hallo zusammen. In diesem Tutorial untersuche ich den Aufbau der Fassade von MAD-Architekten, dieses Sinusstil-Gebäude. Das ist jetzt hier auf den Platz 2 gerückt. Es ist einfach sinnvoll, in der Logik der komplexer werdenden Projekte das Projekt hier einzusortieren. Ehemals war es die Nummer 5. Was wir sehen werden, ist, wie wir mit Cinema Version 18 dieses Hexmesh, also dieses Sechseckmuster, Wabenmuster, was immer man auch dazu sagen will, mit dem Kloner herstellen will. Das ist eine der neuen Funktionen des Kloners in der Version R18. Damit ist also die Herstellung einer solchen Struktur denkbar einfach geworden. Und wir werden uns anschauen, wie wir mit einem Shader-Effektor die Module verteilen. Und ergänzt habe ich das Ganze noch um den Test, ob sich das auch um die Ecke, die ja bei dem Gebäude rund ausgeführt ist, führen lässt. Und die Ergebnisse sind sehr leicht herzustellen, deswegen werde ich das noch mit aufnehmen. Und man sieht auch, dass sich das für die Innenraumdarstellung durchaus lohnt, diese Struktur mal als Ganzes zu sehen. Schauen wir uns also als erstes wieder das Projekt im fertigen Zustand an, damit wir sehen, worauf wir dann hinarbeiten. Und auch hier finden wir wieder die Elemente, die aus dem Render-Vorlage-Setting kommen. Das heißt, das ist diese Datei, die ich auf dem Server als Render-Vorlage zur Verfügung gestellt habe. Es gibt hier die unterschiedlichen Himmel in einem jeweiligen Ordner abgelegt. Dazu sind in der Datei Settings angelegt, die man hier anwählen kann als schnelle Vorschau, als finale Ausgabe. Da schaut man sich am besten nochmal das Tutorial zu dieser Vorlagedatei an, damit man die Ausgabe dann komplikationsfrei hinbekommt. Das ist also alles aus dieser Datei. Hier angelegt sind die Geschossebenen, das heißt die Deckenstruktur und ein Gebäudekern. Dann sehen wir, dass das Glas ein eigenes Objekt ist, was sich über alle Geschosse erstreckt. Und die Fassade, ich blende mal zuerst die Fassade aus. Die Fassade ist ein Klonobjekt, das drei Module enthält, die sind jetzt hier nicht ordentlich beschriftet, die heißen einfach nur extrudieren, 1, 2, 3. Und die werden noch gebogen an den Ecken. Das ist die Fassade. Wenn ich die ausschalte, sehen wir, hier liegen die Module. Ich schalte auch mal die Biegeobjekte aus, damit wir die Module mal im Einzelnen sehen. So. Da sind die und die werden mithilfe dieses Kloners und der Funktion Wabenanordnung jetzt in die Fläche verteilt. Okay, der Shader-Effektor realisiert die Verteilung mit den unterschiedlichen Öffnungsgrößen. Das liegt jetzt alles irgendwie im Schatten. Und die Biegeobjekte sind dazu da, ich mache mal zuerst das an, die Biegeobjekte sind dazu da, die Geometrie an den Gebäudeecken abzurunden. Also alles in allem ein sehr überschaubares Setting für diese doch recht komplexe Fassade. Sie sehen, ich habe mir hier natürlich so eine Art Bühnenbild gebaut. Es geht ja nicht darum, ein komplettes Gebäude mit allen Details darzustellen, sondern eine Fassadensystematik. Und es ist durchaus etwas problematisch,
mit diesem simplen Setting diesen hinteren Abschluss noch hinzubekommen, den habe ich deswegen einfach ausgelassen, weil mir der Aufwand jetzt dann doch zu viel war und er nichts mehr zu der Systematik und dem Verständnis des Kloners beiträgt, diese Ecke da hinten noch zu schließen. Okay, dann können wir mit einer neuen Datei beginnen, in der wir diese Fassade nachbauen. Wir beginnen mit dem Anlegen der wabenförmigen Module und verwenden dazu diese Scheibe. Die können wir nämlich wunderbar konfigurieren. Die Z-Richtung stellt uns diese Scheibe schon mal auf. Der Radius außen muss 2 Meter sein, damit wir auf 4 Meter Systemhöhe kommen. Die Segmente lassen wir tatsächlich mit 4, aber die Segmente des Umfangs reduzieren wir auf 6. Dann können wir diese Scheibe schon zu einem Polygonobjekt machen, in Grundobjekt konvertieren und uns dreimal duplizieren. Das heißt, wir nennen das Modul 1, kopieren, einfügen. Und nochmal. So, 2 und Modul 3. Jetzt werden wir die folgenden Arbeitsschritte machen. Wir löschen als erstes bei dem Modul 1 den Mittelpunkt heraus. Das heißt, ich habe hier das Werkzeug Live-Selektion, Punktemodus, aktiviere den Mittelpunkt, drücke die Löschen-Taste. Bei dem zweiten Modul löschen wir diese ganze Reihe von Punkten, entfernen, und bei dem dritten Modul löschen wir sämtliche in der Mitte, sodass nur noch ein einziger Ring übrig bleibt. Damit haben wir schon mal unsere drei Fassadenmodule in der Grundkonstellation erstellt. Wenn ich jetzt die Objekte nicht um die Ecke biegen wollte, dann könnte ich jetzt mit diesen direkt weitermachen. Da wir sie aber biegen wollen, müssen die Unterteilungen in der vertikalen Richtung noch optimiert werden. Das heißt, wir brauchen mehr Unterteilungen, damit eine wirkliche Biegung an den Polygonkanten erfolgen kann. Und das werden wir jetzt so machen. Da müssen wir etwas vorbereiten dafür. Wir werden jetzt in den Polygonmodus wechseln und werden diese aktivieren. Also zuerst die obere Hälfte, rechte Maustaste, schmelzen. Dann aktivieren wir die unteren Polygone und fügen sie mit Schmelzen zu einem Polygon zusammen. Man muss wirklich eine obere und eine untere Hälfte machen, denn eingeschlossene Löcher in sogenannte N-Gones funktionieren nicht. Hier machen wir das genauso. Ups, fange ich mal hier an. Und auch bei dem dritten Modul werden wir das so ausführen. Als nächstes aktivieren wir alle drei Module. Ich ziehe also hier einfach einen Rahmen drüber, bewege mich mit der Maus in das Arbeitsfeld, Command A.
aktiviert jetzt alle Polygone, sofern der Polygonmodus noch angeschaltet ist. Und jetzt wechsle ich in die Ansicht von vorne. Wir werden in dieser Ansicht von vorne jetzt eine Reihe von Schnitten erzeugen auf Basis eines der Schneidewerkzeuge. Wir nehmen die rechte Maustaste, verwenden den ebenen Schnitt in der Version 18 und stellen jetzt hier die Eigenschaft oder den Modus Lokal und Ebene YZ ein. Was wir dann erhalten ist, markiert hier durch diese weiße Linie, das ist die Anzeige, wo geschnitten wird, sofern ich klicke. Wir erhalten also hier dieses Messer, was jetzt in dieser Achsrichtung die Geometrie zerschneidet. Und das wollen wir an verschiedenen Stellen tun. Und dazu müssen wir, damit wir das auch ordentlich gefangen kriegen, noch den Snapping-Modus aktivieren. Dieses Snapping holen wir uns am besten mal als schwebende Palette auf unseren Arbeitsbereich. Das heißt, ich bewege mich mit der Maus hier drauf, an den oberen Palettenrand, lasse da los und bekomme die also hier als schwebende Palette angezeigt. Und jetzt sage ich zunächst Snapping aktivieren, wähle Punktesnapping, Kantensnapping und Mittelpunktsnapping. Das bedeutet, dass jetzt das Messer hier an der Objektmitte einrastet, es rastet an Punkten ein und wir können damit also hochpräzise Schnitte ausführen. Und das wollen wir genau jetzt tun. Ich schneide in der Mitte, an der Ecke, an der Ecke, nochmal in der Mitte, wieder in der Mitte. Und das System wenden wir bei allen drei Modulen an. Hier muss man so, fertig. Eine Kante haben wir vergessen. Diese hier. Jawohl. Snapping wieder deaktivieren und auch die Palette können wir schließen. Wir haben jetzt also eine perfekt horizontal unterteilte Geometrie. Das ist jetzt durchaus viel Geometrie, wenn wir uns das jetzt geklont vorstellen. Aber wir werden folgenden Trick machen. Wir werden diese Module zunächst ohne Materialstärke klonen. Und erst, wenn wir fertig sind mit dem Einrichten der gesamten Fassade, werden wir die Materialstärke über ein Simulierenobjekt, Kleidungsoberfläche. Wir können es schon mal mit in unsere Szene holen. Das werden wir dann verwenden, ganz zum Schluss, um die Materialstärke drauf zu addieren. Der Vorteil davon ist, dass wir es dann sogar parametrisch eingeben können, wie dick diese Fassadenschicht sein soll. Das weicht also etwas von dem eingangs betrachteten Ausgangsdokument ab. Da habe ich das etwas anders gemacht. Jetzt erzeugen wir uns als nächstes einen Kloner und werden den in den Modus Wabenanordnung stellen. Diese Funktion ist ja neu dazugekommen in der Version R18 von Cinema 4D und bietet uns jetzt die Möglichkeit, hier solche wabenförmigen Module auch wabenförmig zu klonen. Wir sehen, dass jetzt diese Grundwerte mal tatsächlich schon passen. Das heißt, mit dem Modul, was 4 Meter hoch ist,
kann der Cloner sofort was anfangen. Und wir können hier über die Anzahl die Fläche, auf der diese Wabenstruktur entsteht, vergrößern. Wir wollen als gesetzte Anzahl 33 in der Breite verwenden und 42 in der Höhe. Die Möglichkeit, die wir jetzt hier haben, die Klone zu variieren, finden wir unter Klone als Zufallsanordnung. Dann können wir hier mit dem Startwert die einfach unterschiedlich mischen. Das erschöpft sich relativ schnell, weil wir natürlich nicht exakt festlegen können, wie diese Klone verteilt werden. Und das ist natürlich, diese Beliebigkeit der Elemente wird, sage ich mal, als Entwurfsargument sicherlich nicht gelten. Da muss man sich also tatsächlich andere Herleitungen überlegen. Deswegen werden wir schauen, wie wir mit einem Shader-Effektor die Klone dann so beeinflussen können, dass sie die Farbinformationen aus dem Shader dann in die Verteilung umrechnen. Das werden wir uns aber zum Schluss anschauen, wenn die Fassade um die Geschosskonstruktion herumgewickelt ist und diese Geschosskonstruktion, das heißt also die Decke plus einen einfachen Gebäudekern, werden wir jetzt als nächstes anlegen. Dazu schalte ich den Kloner mal aus und lege ein Rechteck-Spline an, das sich in die Ebene ZX oder XZ kippe und die Größe 27,5 für beide Achsen gebe. Typisch für das Gebäude ist eine Eckverrundung. Ich habe hier einen Radius von 2 Meter festgelegt. Jetzt werde ich dieses abgerundete Rechteck in ein Extrusionsobjekt legen. Da kommt das rein. Und die Deckenstärke, die Komma 4, es muss natürlich die Y-Achse sein, wo wir die Materialstärke in dem Fall angeben. Die Spline-Eigenschaften angepasst, Grad 5 sind okay, so dass wir die Decke als fertig betrachten können. Gut, ich habe die jetzt noch beschriftet. Als nächstes werde ich einen Würfel erzeugen. Den mache ich in der X- und Z-Achse jeweils 12 Meter breit und muss jetzt überlegen, wie hoch dieser Würfel eigentlich sein soll. Dazu schaue ich mal in den Kloner und versuche im Kloner herauszufinden, in welchem Maß die Waben übereinander gesetzt werden. Und da sehe ich hier dieses Maß 3,464 m. Das ist tatsächlich das Achsmaß, das jetzt mir gleichzeitig auch als Geschosshöhe gedient hat. Ich habe das also gar nicht geändert. Das ist einigermaßen plausibel und deswegen habe ich das gleich verwendet. Das bedeutet, ich werde jetzt diesen Würfel 3,464 hochmachen und die 3,464 setze ich auch für den Y-Wert erstmal ein. Ich hatte mir diese Zahl kopiert und sage durch 2. Ich führe also hier eine Berechnung aus. Ja, das ist immer wieder schön, dass mir das passiert. Ich muss natürlich
den Modellbearbeitmodus anklicken und nicht den Polygonmodus. Nochmal einfügen durch 2 auf der Tastatur eingegeben, Enter. Jetzt sitzt dieser Würfel, der beginnt also jetzt exakt bei 0 und geht 3,46, 4 nach oben. Er sitzt jetzt in der Mitte der Decke, die hatten wir, nee, das stimmt nicht, er sitzt an der Unterkante der Decke, das ist in Ordnung. So, jetzt lege ich noch ein Nullobjekt an, nenne das einfach mal profan innen. Den Würfel nenne ich noch Kern. Das ist die Decke. Okay, das ist recht simpel. Das tue ich in das Innen. Und ich lege noch einen Kloner an. Den nenne ich Klonen Innen. Sage hier 3,46,4 soll in Y-Richtung geklont werden und wir realisieren 22 Klone übereinander. Jetzt können wir den Innenbereich dort hineinlegen und erhalten jetzt hier unser Tower. Die Fassade, die da drumherum gewickelt wurde, möchte ich mir auch mal anschauen. Achso, ne, gewickelt wurde ja noch nichts. So, das ist erstmal der Ausgangspunkt. Wir müssen jetzt also als nächstes, wenn wir mal 2 Schritte vordenken, wir müssen also als nächstes die Fassade nach oben schieben und mal betrachten, wie diese Wicklung um die Ecken drumherum funktioniert. Dazu schalte ich zunächst den Kloner für die Fassade nochmal aus. Das ist mir zu polygonlastig, um damit diese ganzen Experimente zu machen. Ich erzeuge mir ein einfaches Ebenenobjekt. Hier plus Z als Achse, schiebe mir das hier nach vorne und werde das jetzt mal ein ganzes Stück größer machen. Auch hier nach oben schieben und die Unterteilung in der Tiefe kann ich auf 1 setzen und die Unterteilung in der Breite mache ich mal 50. Das soll fürs erste Mal reichen. An diesem simplen Objekt werde ich jetzt also die Analyse zu den Biegedeformern anstellen. Für die grundsätzliche Erklärung von Deformer-Objekten und vor allen Dingen auch diesem Biegedeformer, dem Spline-Wickler, dem Spline-Deformer und noch 1-2 anderen, die wirklich jetzt für uns als Architekten interessant sind, mache ich ein eigenes Tutorial und deswegen werde ich das jetzt hier nicht in aller Breite erklären, sondern hier relativ zügig die Einstellungen dafür vornehmen. Ein Deformer kommt immer erstmal in die Szene, soweit hier jetzt von meiner Seite auch allgemeine Informationen, ohne dass er auf dieser obersten Hierarchieebene wirkt. Die Logik ist die, stellen Sie sich vor, Sie haben ein ganz komplexes Projekt, erzeugen ein Deformer-Objekt und Ihr Rechner fängt erstmal an, zu versuchen, die Gesamtgeometrie jetzt zu deformieren, obwohl Sie ja vielleicht nur ein einzelnes Objekt bearbeiten wollten damit. Das heißt, die Logik ist die, auf der obersten Hierarchieebene, das heißt, wenn er hier oben ankommt, entfaltet er keine Wirkung. Das gilt für alle Deformer, sondern ich muss eine Hierarchieebene zunächst anlegen. Das heißt, ich kann den Biegedeformer zum Beispiel dieser Ebene unterordnen. Oder ich lege ein Nullobjekt an,
Und dort hinein kommt sowohl der Beagle-Deformer als auch die Ebene. Das würde ich als Strategie empfehlen. Dann verhält sich dieser Beagle-Deformer erstmal so, dass er alle Werte auf Null hat. Das heißt, er macht erstmal gar nichts. Und ich muss jetzt als Stärke hier die 90 Grad eintragen. Damit sehe ich dann überhaupt erstmal, was der vorhat, der Beagle-Deformer. Und man sieht auch schon, dass er die Geometrie, also diese Ebene, jetzt hier um 90 Grad gekippt hat. Denn man kann bei dem Deformer einstellen, dass er begrenzt innerhalb dieser blauen Markierung des Deformers oder unbegrenzt wirkt. Und wir lassen uns jetzt von dieser Beeinflussung erstmal nicht stören, sondern versuchen jetzt mal ganz straight mit logischem Menschenverstand uns zu fragen, wie wir den wohl transformieren müssen. Und das Erste, was wir sehen, ist, er nützt uns natürlich hier mit diesen 90 Grad in der Ansicht zu sehen, nützt er uns nichts. Das heißt, wir müssen ihn drehen. Das mache ich jetzt. Ich drehe ihn also erstmal um 90 Grad und könnte ihn jetzt an dieser Ecke verwenden. Das will ich mal tun. So. Ja, theoretisch müsste das jetzt schon funktionieren. Denn hier haben wir ja diese Krümmung und irgendwie verhält sich aber das Ebenenobjekt nicht so, wie es soll. Das heißt, ich probiere mal weiter. Ich schiebe den jetzt mal hier rüber und drehe den nochmal. Drehwerkzeug ausgewählt. Und siehe da, jetzt passiert etwas. Das heißt, ich versuche das mal zu interpretieren, dass es hängt von den Achsen des Biegeobjektes ab, ob und wie er funktioniert. Das heißt, wo sind die Achsen, also wo ist quasi die Eintritts- und wo ist die Austrittsrichtung. Und jetzt kommen wir diesem Ziel, was wir vorhaben, nämlich hier die Ecken zu verrunden, schon ein ganzes Stück näher. Wir sehen, dass wir diese Unterteilung vielleicht tatsächlich nochmal erhöhen müssen. Und was Sie jetzt auch an diesem Beispiel sehen, ist, dass die Wirkung der Deformer nur auf die Polygone innerhalb einer Geometrie wirkt. Also er kann nicht ein bestehendes Polygon, ich gehe mal hier rein und reduziere nochmal die Auflösung, ich mache nochmal 20 draus, dann sehen Sie, dass er jetzt diese Ecke gar nicht verrunden kann, weil eben nur zwei Polygone da sind und die viel zu groß sind. Ja, er kann also keine Polygone in sich knicken, das geht nicht, es wird immer an dem Polygonbruch die Biegung in dem Fall ausgeführt. Das heißt, wirklich entscheidend ist, dass wir eine hinreichende Anzahl von Unterteilungen haben. In dem Fall bräuchten wir die natürlich hier nicht. Ja? Also die ist hier wichtig, in dem Bereich, aber eben nicht da. Das ist natürlich bei so einem Ebenenobjekt schwierig, das partiell zu unterteilen. Das geht so natürlich nicht. Aber wir wissen also, solche Deformer-Objekte stehen immer im Zusammenhang mit einer hinreichend unterteilten Geometrie. Und jetzt wissen Sie auch, warum wir vorhin unsere Module für die Fassade nochmal horizontal-vertikal geschnitten haben. So, jetzt können wir dieses Biegeobjekt noch etwas besser platzieren. Ich mache das tatsächlich hier mal mehr oder weniger nach Augenmaß. Und dann dupliziere ich mir dieses Biegeobjekt, gedrückte Kontrolltaste, ziehe die Maus ein Stück nach oben, lass los, dann habe ich zwei dieser Objekte und das werde ich jetzt wieder drehen.
Ich schiebe das mal hier rüber. Und drehe jetzt mal an der grünen Achse um 180 Grad. So. Okay. Da darf man, wenn das nicht sofort klappt, so wie man sich das denkt, wenn man das selber mal im Einsatz hat, da darf man nicht sofort die Flinte ins Korn werfen. Das ist manchmal etwas tricky, bis man versteht, was da genau passiert. Ich habe da also auch schon viele Stunden mit zugebracht und mich gefragt, was ist die Logik hinter diesem System. Deswegen komme ich jetzt hier tatsächlich einigermaßen damit zurecht. Wichtig zu wissen ist, dass man die Breite des Deformers ändern muss, damit sich der Radius ändert. Das heißt, hier müssen wir irgendwo, ich trage mal hier, ich glaube, das ist die falsche Achse, ich nehme mal die, Komma 5. Jawohl. So, das soll mal, das ist für mich jetzt mal hinreichend, genau. Und hier den auch. Zack. Okay. Gut, da wird es wahrscheinlich nachher noch eine Feinanpassung geben, wenn wir die Fassade da anstatt der Ebene verwenden. So. Die dritte Ecke jetzt zu biegen, hat mich einiges an Geduld gekostet, das entsprechend herauszufinden, was da warum nicht geht. Und ich möchte jetzt mit effizienten Erläuterungen zur Lösung führen. Wir müssen als erstes diese Ebene ein ganzes Stückchen verschieben auf der X-Achse. Ja, Sie sehen, dass sich jetzt die Ausdehnung der Ebene über diese Ecke zurückgeführt habe und damit hier ein längeres Stück entsteht, was sich dann hier rumklappt. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, wir nehmen uns dieses Biegeobjekt, duplizieren uns das, kopieren, einfügen, legen das in den Ordner und schieben uns das hier nach oben. Und müssen den hier dazwischen legen. Wir dürfen den also nicht oben liegen lassen. Jetzt können wir ihn drehen. Und ihn positionieren. Also das, was hier sich jetzt mit zwei einfachen Sätzen erklärt, hat mich also mindestens 2 Stunden gekostet, das rauszufinden, warum das Biegeobjekt dem hier untergeordnet werden muss, also warum es nicht zu oberst liegen darf, sondern hier, keine Ahnung, Trial and Error. So, wir haben jetzt also das Setting für die Gesamtfassade. Wir können das jetzt also uns über Eck anschauen. Und können jetzt diese Ebene ausschalten und dafür unser Kloner-Objekt mit den Modulen anschalten, beziehungsweise hier reinschieben. Das ist die Fassade. Die nehme ich jetzt mal und packe die hier rein. Dazu, bevor ich jetzt die überhaupt anschalte, weiß ich ja, ich muss die Fassade mit den Elementen sowieso noch hier vor schieben. So machen wir mal minus 14, beziehungsweise ja, wir extrudieren dann einfach die Materialstärke, setzen wir dann einfach nach innen. Gut, jetzt können wir sie anschalten und wir sehen,
die ganze Mühe hat sich gelohnt. Wir kommen jetzt hier mit wirklich wenigen Klicks, kommen wir zu einem Ergebnis. Der Rechner müht sich etwas, also es ist also durchaus viel Geometrie, die da zu bewegen ist. Wir stehen aber letztendlich kurz vor Finalisierung dieses Modeling. Viele Arbeitsschritte sind es nicht mehr. Ich gebe nochmal einen Ausblick, was wir jetzt als nächstes tun. Wir werden also jetzt die Ausrichtung dieser Fassade in Bezug zu den Geschossen richtig einstellen. Dann werden wir noch ein weiteres Objekt für das Glas anlegen, das innerhalb der dann extrudierten Module verlaufen soll. Also wir fügen uns das Glas nicht hier mit ein, weil das wäre dann noch mehr Geometrie, die dann zu verbiegen ist, sondern wir erzeugen uns das als eigenständiges Objekt, das von unten bis oben einfach durchextrudiert wird. Und als letztes werden wir dann die erzeugte Geometrie in die Rendervorlagedatei kopieren, dort dann das Kleidungsoberflächentag anschalten und einfach die Datei mal durchrendern. Vorher natürlich noch Glas und andere Materialien zuweisen, das ist logisch, aber im Prinzip sind das sehr überschaubare Restarbeitsschritte. Okay. Dann stellen wir mal die Werte, die ich jetzt ausprobiert habe, die optimal sind oder was heißt optimal, die jetzt dazu führen, dass Fassade und Innenobjekt übereinander passen. Diese Werte stellen wir jetzt mal ein und das sind hier 37, 45 als Versatz für die Höhe. Das habe ich also in der Ansicht hier ausprobiert, so dass das sind immer die Geschossdecken und das ist die Systemhöhe. Ja, die Geschosshöhe, die sitzt jetzt hier immer mittig. Das zweite ist, wir hatten ja die Ebene auf der X-Achse verschoben, damit es hier diese Ecke löst. Und dieser Wert ist auf der X-Achse für den Fassadenkloner 13,35, aber in Minusrichtung. So, das führt dazu, dass wir, ich zoome jetzt mal ein, dass diese Module, also dass immer ein Modul hier auf der Ecke liegt. Okay, auf beiden Seiten ist das jetzt so. Der nächste Schritt ist die Glasfassade oder die Glasschicht zu erstellen. Da kann ich jetzt meinen Kloner ausmachen. Ich kann auch die Biegeobjekte ausmachen und werde jetzt dafür, vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee, die Decke nehmen. Dieses Extrusionsobjekt, was hier ganz unten liegt und eine Deckenstärke von 40, von 40 cm aufweist, das kopiere ich mir, füge es ganz oben wieder ein, nenne es jetzt Glasfassade und werde erstmal sagen, dass es keine Deckfläche oben und keine Deckfläche unten hat. Dann werde ich die Höhe ändern auf 50 Meter und ich werde die Abmessung ändern. Das muss ich hier an dem Rechteck tun und hier nehme ich 47,
27,7 für beide Achsen. Okay, was kann ich mir jetzt noch mal im Grundriss anschauen? Jawohl, so. Letztendlich kann ich jetzt hier noch ausprobieren, das Kleidungsoberflächenobjekt schon zu bestücken, nämlich mit unserem Nullobjekt für die Fassade. Ich nenne das jetzt auch mal Fassade. Und bevor Sie jetzt alle Biegeobjekte und den Kloner wieder anschalten und den dann hier reinlegen, sind zwei Dinge zu tun. Erstens, Sie sichern die Dateien. Und zweitens, Sie stellen die Unterteilung für dieses Kleidungsoberflächenobjekt auf 0. Das ist ganz wichtig, ansonsten versucht er jede Polygonfläche auch von den Klonen nochmal einmal zu unterteilen. Das heißt, sie potenzieren ihre Gesamtgeometrie. Das könnte dann auch sofort ihren Rechner in die Knie zwingen. Dann legen wir jetzt dieses Nullobjekt in die Kleidungsoberfläche. Schalten alles an und probieren jetzt mal hier eine Materialstärke aus. Ich nehme mal Dicke 3 und wir sehen, die würde jetzt hier drauf addiert. Hier ist uns aber aus Versehen das Ebenenobjekt mit angegangen, das habe ich jetzt natürlich wieder ausgemacht. So, Fehler gefunden und letztendlich sieht das gut aus. Wir haben sämtliche Geometrie und können die jetzt übertragen. Dann machen wir das auch. Der Rechner macht sogar noch mit. Den Shader stellen wir dann ein, wenn wir die Materialien mal zugewiesen haben. Das wäre dann der letzte Schritt. Ich kopiere mir also hier diese Geometrie, habe schon mal die Datei Außensetting Demo, die ich vom Server geladen habe, geöffnet und werde jetzt hier dieses mitgelieferte Beispielobjekt ausschalten. Ich schmeiße es erstmal nicht weg. Vielleicht kann man davon das eine oder andere sich nochmal anschauen. Ich setze es ein, was ich im Zwischenspeicher habe. Und jetzt brauche ich eigentlich für diese Darstellung, kann ich definitiv das erweiterte OpenGL ausstellen. Also diese Live-Schattenberechnung, die zieht auch nur wieder zusätzliche Ressourcen. Das schalte ich mal aus und positioniere hier mal meine Außenkamera. Die sollte ich mir vielleicht mal anzeigen lassen. Dafür kann ich ja natürlich noch mal Kloner und Fassade ausschalten. Okay, das geht dann alles etwas schneller. So, ich schiebe die Kamera hier rüber, drehe sie. Ich mache das mal gleich hier im Grundriss. So. Die schaut also von hier. Jetzt kann ich hier weitermachen. Okay. So, da sehen wir, dass ich das Maß für die Glasfassade, das ist auch noch nicht hoch genug. Okay. Das können Sie ja dann noch individuell aufeinander anpassen. So. Jetzt ist das die Außendarstellung, die Innendarstellung schiebe ich auch schon mal an die richtige Stelle. Das sieht doch ganz brauchbar aus. Da sind wir schon fast an der richtigen Position. So, das lasse ich auch genauso.
Zu dem Thema, warum habe ich, also was zeichnet hier die Außen- und die Innenkamera aus, sei nur erwähnt, die Innenkamera hat eine andere Blende und einen anderen ISO-Wert. Und wie es schon mal gesagt, über die Settings und den physikalischen Renderer steuere ich damit also die Empfindlichkeit der Aufnahme, kann also auch bei nicht so intensiv einfallendem Licht in den Innenraum eine angenehm helle Darstellung erzeugen, weil eben Blende und ISO-Wert darauf reagieren. So, jetzt widmen wir uns als letztes dem Shader und vorher legen wir aber natürlich noch ein paar Materialien auf die Elemente. Das sind ja gar nicht so viele. Wir haben für die Decke einen Beton, den wir nehmen können. So, hier sage ich nicht UVW, sondern Quadermapping. Den Kern werde ich mit diesem Verputzmaterial belegen und die Außenhülle, die Fassade, werde ich auch mit diesem weißen Verputzmaterial belegen. Hier ist dann eigentlich schon alles passiert. Mehr Glas, Glas noch, Glas. So, einmal Glas hier zu weißen. Schaue ich mir dieses Gesamtobjekt von außen an, vielleicht mal auch, na, besser von der Seite, da sind beide belichtet und schalte ohne Materialstärke die Fassade jetzt wieder an und jetzt widme ich mich im letzten Schritt dem Shader. Der Shader-Effektor ist ja noch gar nicht der Fassade zugewiesen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf die Fassade. Okay, doch, er ist hier schon verknüpft. Das heißt, das Klonobjekt war aktiv, als ich den Effektor aufgerufen habe. Sollte das nicht der Fall sein, dass der Shader-Effektor hier drin in diesem Feld zu finden ist, greifen Sie ihn hier an, ziehen Sie ihn hier rein. Und dann ist er mit dem Kloner verknüpft. Jetzt schauen wir uns mal an, was dieser Shader macht. Dort haben wir alles, was an Formveränderungen auftreten würde, haben wir ja deaktiviert. Und als erstes werde ich jetzt mal überhaupt eine Helligkeits- oder Schwarz-Weiß-Information anlegen über so ein Noise. Und damit ich wirklich sehe, was passiert, ändere ich das nochmal in den Farbverlauf. Ja. Der sollte sich jetzt irgendwie hier auf der Fassade widerspiegeln. Das tut er momentan noch nicht, weil, ich bleibe mal bei dem Shader, hier unter Parameter müssen wir Klone ändern auf 100% schieben. Jetzt sehen wir schon, dass nach dem Farbverlauf die drei Module auf die Fassade sortiert werden. Immer gedrittelt ungefähr wird jetzt das eine, dann das nächste und dann das letzte auf die Fassade gelegt. Wir sehen jetzt also, okay, der Shader funktioniert. Jetzt kann ich tatsächlich in den Noise wechseln. So. Und werde diesen Noise-Wert jetzt einfach mal auf 500 setzen. Ich habe einiges ausprobiert, um diesen Noise-Shader zu konfigurieren. Ich trage jetzt mal der Reihe nach diese Werte ein. Da sind zum einen hier unten diese Stellschrauben für das Clipping, das heißt, wie viel Kontrast hat
Das Bild, das setze ich mal hier so auf knapp 50. Dann die Helligkeitsverteilung, die reduziere ich. Den Wert für das Clipping oben, das heißt, da werden Farbbereiche abgeschnitten. Den reduziere ich auf diesen Wert. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass man auch sich mal hiermit beschäftigt, wie wird denn überhaupt diese Bildinformation da drauf gemappt oder wie ist der Raum, der für die Projektion relevant ist. Und da gibt es ja verschiedene Modi und wir werden jetzt hier den UV-2D-Modus nehmen. Das heißt, das Bild, was hier zu sehen ist, wird quasi da drumherum gemappt. So, und jetzt sehen wir, dass das von der Größenverteilung dem Bild, was wir so aus den Veröffentlichungen kennen, schon ganz gut, dass das schon ganz gut passt. Ich stelle mal hier ein Constant Shading ein. So, drehe mich mal auf die andere Seite. Da haben wir ja auch noch die zweite runde Ecke. Okay, hier rüber. Und allerdings ist es ja so, dass die großen Elemente eher im unteren Teil sind. Das heißt, wir können jetzt einfach nochmal probieren, hier andere Werte zu verwenden. Das muss man einfach dann mal eine Weile testen, bis man da jetzt einen Wert oder eine Verteilung bekommt, die dem Original doch ein ganzes Stück nahe kommt. Jetzt sind wir im Prinzip wirklich durch und belohnen uns nochmal zum Abschluss mit einem Testrendering. Ich mache mal die Fassadenstärke an und schau mal, welches Render-Setting eingestellt ist. Wir haben hier ja das GI-Setting Preview, das heißt, das wird sehr schnell rendern. Für die Finalausgabe ist natürlich klar, dass Sie auch das Final-Setting verwenden. Das rendert dann ein paar Sekündchen oder bei großen Bildern vielleicht eine Minute länger. Es ist auch optimiert von mir, das ist klar. So, das sieht doch super aus. Wir können jetzt hier noch die Höhe der Glasfassade nach oben ziehen und uns das Ganze auch mal von innen anschauen. Mit diesem Inneneindruck werde ich mich jetzt verabschieden. Wir ziehen noch ein kurzes Resümee. Wir haben weniger als eine Stunde gebraucht mit dem ganzen Erklärungsanteil, um letztendlich in allen absolut auf Effizienz getrimmten Arbeitsschritten dieses Gebäude in der Grobstruktur komplett zu erstellen. Das, denke ich, kann sich sehen lassen. Die Stunden, die dahinter stecken, um jetzt vieles auszuprobieren, immer nochmal zu testen und nochmal zu testen und nicht locker zu lassen, die sind da natürlich nicht mit eingerechnet. Aber ich denke, das Ergebnis lohnt für diesen Gesamtaufwand, der in dieser Art von, ja, 3D-Skizzen, nenne ich es mal, drinne steckt. Dann mache ich Schluss.